Willkommen zurück zu Spider-Man 2 auf der PSP. Ich habe mich hier gerade so eine kleine Herausforderung gestellt, 30 Gegner zu killen für eine Trophäe. Ja. Habe ich mal gemacht, ne? Weiß ich doch nicht spannend, aber hey. Ach, ich habe auch nicht so viel Geld bekommen. Ich mache mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen, dass wir am Ende nicht genug Geld haben für alles, so. Aber wenn, ist eigentlich auch egal, so, ne? Aber ja, ne? Weil wir uns vom. Naja, wir werden es sehen, ne? Wir werden es sehen. Im besten Fall können wir alles kaufen, aber jetzt wollte ich eigentlich auch nicht auf die Achievement so, ne? Versteifen. Aber jetzt habe ich mal kurz was gemacht, ne? Und. Ja. Dreieck ist zurück, wild. Continuen wir mal, ne? Octavius. Mr. Jameson, I. Four extra arms. Doc Ock. It's like he was asking for it. That's stupid. Great. But it turns out that Mysterio is one of the escaped prisoners, and I have shots of Spider-Man capturing him. Mysterio? Isn't that a breakfast cereal? Anyway, who cares about that when Dr. Octopus is on the prowl? But, Mr. Jameson? All right, I'll buy the photos, but the payment only covers your previous advance. Got it? Na, ich komme von die Bankszene, na toll. Please, if you see my nephew Peter, don't harm him. Just be quiet and get in there with the other prisoners. Was zum Teufel? Also wirklich das Gesundheits, ne? Sieht man ja da oben. Das heißt immer, wenn wir Gesundheit bzw. Leben, Gesundheit bzw. Netz unter 90 bekommen. Wird irgendwie zusammengezählt, dann ist das Achievement verloren. Ah, Zeit läuft, fuck. Was muss ich machen? finde Tante May, na gut. Man kann, ich glaube, man muss schon Schlüsselkarten sammeln, ne? Und mit denen halt irgendwas machen. Hier zu. Blockt. Habe ich das Schiff schon verkackt? Anscheinend, ne? Ne? Wenn wir die ersticken da drin, akzeptiere das, ich verstehe das. Ich bin hier auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Hinten irgendwas? Nö. Da ist noch eine Tür. Secret, auch sehr schön. Aber, ne? Ihr seht mein Problem so ein bisschen, ne? Was muss ich tun? Das ist kein Lüftungsschacht, schade. Dann ist doch alles abgeschlossen, ja? Genau, locked, locked. Also schade, dass es so kein Stealthen gibt. Die alten Spider-Mans hatten noch so ein bisschen Stealthen. Oder ist jetzt schon vorgehen, die sterben mir dann. Die haben mich gerade gewarnt, so, ne? Trotzdem mal. There are people trapped in the vault. How can we open it?
The bank's security system requires a set of key cards to open the vault. The only problem is, the robbers have both cards. Find the cards and bring them back to me. It's our only hope. Okay. I hope this key card is what the bank manager was talking about. Problem ist halt, ne? Hier, ich hab beide Keykarten. I have both keycards. Let's go. Ach, hinne, ja? Sind wir hier, genau. Aber er ist halt abgelaufen, so. Hostages run out of air. Ja, ist okay. Machen wir nochmal, dann schaffen wir das. Weil das Spiel da auch so ein bisschen dauert. Schade, dass ich keine Punkte bekommen, ne, für das, was ich gemacht habe. Der Wettnetz läuft nicht so gut mit der Energie. Warte mal. Where's Aunt May? I'm out of here. Wo rennst du denn hin? E-Card. This might come in handy later. Peter, is that you? Please, I'd like to help. Find the manager. You'll know how to get us out. Ja, ja, ich komm wieder. Die Gangster sind auch noch da, aber gut, die kann ich halt killen, so. Ich denke mal, das wird schon funktionieren. Naja. So, ich hab die Karten. Wir müssen noch eine Bankangestellte finden für die andere Keykarte, I guess. Aber ich interessiere natürlich auch, wo das andere Geheimnis ist, ne? Weil ich glaube, das kann mir egal sein. Vorgerannt, wahrscheinlich, ne? Lobby? Waren zwei Gegner. Er hat nun gleichzeitig öffnen, verstehe. You'll be all right now. Amazing. Danke. Ich folge ihm, ne? Oh.
Ich verstehe nicht, warum man diese ganze Zeit die Anzeige da rumwabbelt, ne? Mit Hell von Rap und so und geil. Na, na, na. Direkt, wenn wir Punkte zum Ausgeben. Ja, gucken wir mal jetzt Netz, ne? Speichern geht schnell. Okay, jetzt sind wir schon bei der Bank. Das war halt auf der Konsole. Schon Kapitel 9? Ne, 10. Kapitel 10 muss es gewesen sein. Oder 11? Ich hab sogar schon 11. Wenn ich mich ganz täusche. Ich hab 10 war dann irgendwie noch ein Zwischenkapitel. Ich denke mal, es wäre 10, aber ne. Ja, ne? Rapslip. Ja, das ist Rapslippen. Time to work out the old gray matter. Gas? Octavius must have armed the security systems. Toll Security System, was einfach nur Einbrecher umbringt. Überhaupt legal. Hier. Steht die Anzeige nicht so ganz. Man darf nicht mehr Gesundheit verlieren für das Achievement. So. Ah. Give me a break. Man, my head won't stop spinning. Würde gerne, ne? Das war knapp, I guess. Verliert immer noch Leben, so, ne? So mittig und runterleinen. I need to move when they aren't looking. Maybe I can disable them somehow. Ja. Das hat nicht gut funktioniert, aber hey. Das Zipline ist teilweise echt OP. So gut, sind hier wieder Laser? Ich zieh mich einfach mal hoch, ne? Da will ich hin. Hm.
Na, theoretisch, ne? Wenn ich heute frage, ob ich auch irgendwo ein Geheimnisschild, ne? Da hat ich auch irgendwie immer nur so ein bisschen, naja, zufällig mal nochmal aufschaue, nicht so richtig, leider. Hier unterfallen, denke ich mal ganz gut. Ja, sehr gut. Da ist irgendwie was und hier ist nichts. Geheimnis, wenn ich dagegen haue? Nee? Na gut. Okay, da oben geht's leider ein Geheimnis. Unten, ne? Sehr schön, waren sogar alle Geheimnisse. Nettes Level, so. Nettes Level soweit. Müssen wir nur noch erstmal auf Zeit schaffen. Oh, hi. Also, es ist kein Bosskampf. Ich muss... Oh, ich werd beballert. Hier lang, geradeaus, weiß es nicht. Da ist zu, gut, dann geht's hier lang. Ich sollte mich vielleicht nicht von den Gegnern ablenken lassen. Da ist ein Lüftungsschacht. So, was ist nicht nur zentral drunter? So, weg da. Ihr wisst doch nicht mal, wo ich bin, ne? Ah, hier ist ein Ausgang. Looks like I found the exit. Finally. Der ist doch nicht mit Leben geschafft, hab ich noch nicht ganz verstanden. Aber gut, hier an Spend sind noch nicht so viele Punkte so. Können wir uns trotzdem was kaufen. War das irgendwas für 4000 oder war das 5000? 4500, na gut. Dann halt nicht, was lag die Zeit? Ja, wir haben noch ein bisschen. Ock is going to hurt someone if I don't stop him. Ja gut, dann halten wir ihn halt mal auf. Tremble before my fury. If I had a nickel for every time I've heard that. Oh. Mach ganz. Ah, da ist eine Anzeige rechts. Der kann aber springen. Und wenn du nicht auf mich warten würdest, würde der sogar was bringen. Weißt du, sie hat man überhaupt gesehen? Und, oh, das ist mein Lieblingsgebäude, das ist ein Secret. Ne. Ja, hat man sich, das Gebäude kenne ich ja schon seit Spider-Man 1, so.
Und es freut mich immer wieder, das neben Spider-Man-Spiel wiederzusehen. Oh, ich kann mich hochsliplinen beim Wandkrabbeln. This'll slow you down. Ah, very original. Oh, bitte mal festmachen. Das Braten hat gewartet. Naja, nee, er ist unterwegs. Ich muss gar nicht gedrückt halten, ne? Miserable creature. Your parents never hugged you, did they? Ja, da oben ist ein Secret, ne? You see the futility of your situation. Clever. Let me write that down. I knew I should have kept a better eye on that guy. You're becoming very troublesome. So, wir zum Thema Secret. Oh, nee, wir haben die Side-Achievement geschoben. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Quatsch, vergesst, was ich gesagt habe. Wir können jetzt etwas kaufen. Welchen Tornado-Kick? London. Web Recovery 2. 3 gibt's wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, gut. Ticket. Whew. Man, if I'd forgotten that, I would have missed MJ's play tonight. Oh, from the bomb. Someone found a bomb near here. Yes, I know. The police scanner says someone has scattered bombs around the city. He's demanding a ransom to deactivate them. I bet Spider-Man's got something to do with it. Warum sind die Bomben in der Stadt? Das ergibt doch gar nichts. Bomb, oh, das kennt doch Spider-Man 1. Das ist doch voll von Spider-Man 1 geklaut, die Bomben. Und ich glaube, diese Geschütze da. Oh. Also die hat Spider-Man 2000 tatsächlich auch schon. No one would ever find me there. Mögen ihre Minispiele, ne? Time's running out. I need to deactivate those bombs in quick. Oh, das ist ein Secret, glaube ich. Oder das ist einfach nur. Das ist ein Secret, nehme ich mal mit. 3 gibt's hier in dem Level. Weg mit euch. Machen wir ein bisschen Sorgen um die Zeit tatsächlich. Na gut, wenn wir jetzt 4 Minuten sind, brauchen wir noch 4 Bomben, ne? Aber eine pro Bombe eine Minute oder so, das geht schon. Wo müssen denn eigentlich die Bomben oberirdisch jagen? Wollen wir uns noch unten? Maybe I can still make MJ's play.
Geh mal hier hin. Can't wait to get my hands on whoever did this. Stimmt, Octavius, warum auch immer. Weiß auch von einem Schurken, der hier auftaucht, der eigentlich auch aus Spider-Man 1 stammt, ne? Wir gucken mal, ne? Vor allem los ist das Spiel jetzt zu diesem Gegner halt. Ich hab grad nicht aufgepasst. Ah, das ist der Geier. What? No hello? Problem ist halt, ich hab keine Zeit mehr so, ne? Geh mal direkt hier hin, Lo. Ja, okay. Ich hab doch Kreis als erstes gedrückt. Man soll halt so einfach direkt in die Bomben reinspringen. Na gut, das ist ein bisschen unrealistisch, aber gut. Er kennt den Vulture sogar schon. Halt aufpassen, oder? Hätte auch eine andere Kombination? Nö. Ja. Glaube ich nicht kümmern, ne? Oh, Heilung. Na gut. Müssen einfach nur die Bomben rein. Wir nehmen das Teil auf, mit dem wir angefangen haben, ne? Mit dem Zeichen. Go. Das ist er doch. Come back. You got some explaining to do. Komisches Level. Ja, meine Lieben, dann danke schon fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.